Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich. Die Ardèche ist ein beliebter Fluss auch bei Wildwasserunerprobten. Heute fahren wir die große Schlucht von Pont d'Arc bis Saint-Martin. Die Schlucht beginnt eigentlich schon 4 Kilometer weiter oben bei Vallon-Pont d'Arc, aber den Abschnitt haben wir bereits beschrieben. Und da die Schlucht mit 25 Kilometer recht lang ist, tut man sich einen Gefallen, hier ein paar Meter zu sparen, auch wenn es die schönsten sind. Einbooten kann man beim Parkplatz unterhalb des Pont d'Arc oder oberhalb, nur dieser Parkplatz hat eine Höhenbegrenzung, ungünstig für Kajakträger. Der Fluss fließt in einer Schlucht einige hundert Meter eingegraben in das Plateau mit zahlreichen Windungen und Krümmungen. Da dieser Abschnitt mehrheitlich Flachwasser ist mit dem gelegentlichen Schwall, tummeln sich hier auch viele Abenteurer in Mietbooten. Ich habe gehört, dass man im Hochsommer den Fluss trockenen Fußes überqueren kann, so viele Boote hat es dann auf dem Wasser. Die große Schlucht ist wildwassertechnisch nicht anspruchsvoll, aber die Landschaft ist hervorragend, so dass man zumindest einmal die Mühe auf sich nehmen sollte, hier zu paddeln. Da die Strecke mit 25 km doch eine längere Etappe ist, kann man sich nicht treiben lassen, zumal die Fließgeschwindigkeit nicht allzu groß ist und vor allem im unteren Ausgang der Schlucht auch mit Gegenwind gerechnet werden muss. Trotzdem sollte man sich die Zeit nehmen, die wunderbare Kulisse zu genießen. Die abgeschiedene Schlucht macht es nicht gerade einfach einzuschätzen, wie viel der Strecke man bereits hinter sich hat und wann ein günstiger Zeitpunkt für die Mittagspause ist. Wenn man den Flusslauf auf einer Karte studiert, sieht man, dass er mäandriert und vier rechtsgewundene Schleifen macht. Die erste kommt alsbald am Anfang und der Ausgang ist nur durch ein schmales Stück Fels vom Eingang entfernt, nicht dass man es sehen könnte. Die zweite Schleife ist die größte und damit vom Wasser aus vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Bei der dritten findet sich zu Beginn linksufrig ein Biwak-Campingplatz. Hier hat man bereits mehr als die Hälfte der Strecke hinter sich. Thank you.
es gibt noch eine weitere Schleife, bevor man auf die Zielgerade kommt. Ausgebotet werden kann entweder in Sauzet oder 2 Kilometer weiter unten in Saint-Martin. Dort hat es am Fluss einen großen Parkplatz, leider ebenfalls mit Höhenbegrenzung. Im Dorf selbst hat es auch einen kleinen Parkplatz. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!